Hey Kids, tolle Schneeflocken für euer Fensterbild. Macht einfach mit, die gehen kinderleicht. Hier auf Kids Total TV mit Benny. Ihr benötigt Papier für die Schneeflocken. Nehmt ihr vielleicht weißes Papier, einen Stift, eine Schere und ein Lineal. Zuerst müsst ihr mit Hilfe von einem Erwachsenen quadratische Papierstücke machen. Das heißt, ihr nehmt ein Lineal. Ihr seht, ich habe hier schon mehrere Papiere. Legt es an die kurze Seite. Schaut, wie lang ist die? Hier ist 21. Dann legt ihr sie an die lange Seite. Macht hier bei 21 einen Strich und hier bei 21 einen Strich. Dann verbindet ihr die Linien und schon habt ihr quadratische Papierstücke. An der Linie ausschneiden. Schön darauf achten, dass man auf der Linie schneidet. Hier sind große Stücke und aus den kleinen können wir zum Beispiel auch kleine Stückchen machen. Einfach in der Mitte falten. Auch hier wieder die kurze Seite abmessen. Das sind 8,6 cm. Anlegen, bei 8,6 cm hier einen Strich machen. Und bei 8,6 cm hier einen Strich machen. Die Striche verbinden zu einer Linie. Auch wieder abschneiden. Und zum Schluss noch bei dem gefalteten Stück durchschneiden. Schon habt ihr große und kleine Papierstücke, die ihr benutzen könnt. Natürlich könnt ihr das mit jeder Zentimeterzahl machen. Ihr könnt 10 cm machen, 12, 15, 20, wie ihr das möchtet. Als nächstes faltet ihr das Papier wie ein Buch. Ecke auf Ecke und glatt streichen. Und dann falten wir es an der anderen Stelle wieder zusammen zu einem kleinen Quadrat. Hier an dem Stück, wo alle Papiere zusammengehalten sind, macht ihr mit dem Bleistift eine Markierung, denn das dürft ihr nicht abschneiden. Ein großes, ein kleines, erst zum Buch, dann wieder zum Quadrat und auch hier wieder die Markierung. Ihr könnt jetzt mit den rechteckigen Stücken schneiden oder ihr faltet wieder ein Buch, ein Rechteck und dann ein Dreieck. Seht ihr das? Auch hier wieder eine Markierung mit dem Bleistift. Jetzt nehmt ihr eine Schere und lasst euch helfen. Schneidet schöne Muster in das Papier.
Das erste habe ich schon abgeschnitten. Nehmen wir doch noch eines von den rechteckigen. Hier ist die Markierung. Hier dürft ihr nicht durchschneiden, sonst fällt es auseinander. Ihr nehmt entlang dieser Markierung, macht schöne Bögen, gerade Linien, was ihr wollt. Die Schneeflocke könnt ihr ganz toll gestalten, wie ihr das möchtet. Einfach mit der Schere eine tolle Fantasiebewegung nachführen. Von der anderen Seite könnt ihr ebenfalls beginnen. Das ist ganz euch überlassen. So. Super. Schaut, jetzt habe ich in kurzer Zeit schon drei Schneeflocken ausgeschnitten. Und das Schöne ist, wenn wir die jetzt aufmachen, einfach vorsichtig entlang der gefalteten Linien aufziehen. Oh, schaut mal. Und da kommt jedes Mal ein neues Muster dabei raus. Wow! Eine ganz große Schneeflocke. Bei der kleinen muss ich etwas vorsichtig sein, dass ich sie nicht zerreiße. Wow! Oh, schaut mal! Wow. Und schaut, hier habe ich ja noch die anderen vorher gemacht. Zusammen kann man so schön die Fenster mit Schneeflocken dekorieren für die Winterzeit. Wenn das euch heute gefallen hat, dann lasst uns ein Like da und schaut weiter bei Bennys Bastelwahnsinn hier bei Kids Total TV.